Servus Leute, zurück zu Let's Play Craft the World. So, wir befinden uns kurz vor einer nächsten Angriffswelle. Ich bin dabei, die Burg zu bauen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Aber vorher... Vorher müssen wir uns um die Gegner kümmern. Die gleich kommen werden. Ich habe alles verlangsamt, weil eigentlich beim Bauen ist es ganz nützlich, wenn man alles in Ruhe machen kann. Alles überlegen. Und ich überlege gerade, ich muss ja doch die Steinmauern nutzen für die Ränder. Egal wie hässlich es aussieht, ich muss es für die Ränder... Oh, das könnte interessant werden. Das wird interessant. Oh, hab mich schon gefreut. Mal oben einer drauf. Oh, shit. Da wurde mal oben einer raufgeschleudert. Okay, auf der Seite denke ich, ist es kein Problem. Der Turm schießt der. Ja, er schießt. Gut. Links, rechts, vor, zurück. Verteidigung ist perfekt bisher. Der Gegner kommt da nicht durch. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, dass hier drin auch noch Wasser wäre, um sie zu verlangsamen. Das wäre, glaube ich, zu... Oh, jetzt. Die kommen da jetzt alle durch. Der ganze Schwarm kommt von dort unten. So, Zeit da aufzuräumen. Oder mit zu unterstützen. Ah, gut. Muss man aber aufpassen. Hier sind doch sehr viele Gegner. Trotzdem, die Krieger jetzt in voller Mithril-Montur. Sollten da doch was lösen können. Jetzt von oben genau schön AOE-Damage reinhauen. Geil. Einfach nur geil. So, auf der Seite räume auf. Auf der Seite ist alles aufgeräumt. Gut. Die Welle war kein Problem. Würde ich mal behaupten. Dank starker Verteidigungsmaßnahmen. Die Bogenschützen hatten gute Pfeile. Die Magier hatten ihre Tränke. Alles war cool. Und das gab jetzt viel Gold, das sich in Mithril umwandeln muss. Denn ich habe mal einen. Ich brauche Mithril. Habe ich keins, wenn ich das so richtig sehe. Dann brauche ich 8 Mithril. Naja, mit den Goldmünzen müsste es schon hinhauen. Wenn nicht, muss ich halt auch ein bisschen farmen. Komme ich schon klar. So, ihr könnt wieder weitermachen. Wie gewohnt, weiter bitte. Super gemacht. Alles cool. So. Okay, da ich ja auch den Auftrag bekommen habe von euch, dass wir hier ein bisschen... Ja, sagen wir so. Wir sollten hier ja 100% schaffen. Ja, um das zu schaffen, das wird nicht so einfach. Ich mache jetzt hier mal Lager, nur um Symmetrie wegen. Wie sieht's denn aus mit dem zweiten Lager? Und wieso steht ihr da einfach nur herum? Habt ihr nichts zu tun? Fertigen. Ich wollte doch noch ein zweites Lager. Wie sieht's denn damit aus? Die Eisenachs fehlt noch.
Ach, kann es sein, die Eisenachse habe ich gemacht und dann habe ich sie aus Versehen beim Equippen einem Zwerg gegeben? Ja, das kann durchaus sein. Das würde ich mir zutrauen. Das, ja, das würde ich mir echt zutrauen. Dass ich sowas mache. Fürs nächste Mal haben wir noch mehr. Diesmal haben die Krieger deutlich mehr ausgehalten. Also mit Mithril-Rüstung können sie auch gerne in die Massengegner rein. Das macht da nichts mehr. Übrigens Massengegner. Ich brauche mehr Leiten. Deutlich mehr für mein Vorhaben. Das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Wie sieht es mana-technisch aus? Ich muss, glaube ich, mal hier ein bisschen was sammeln. Das macht dann wahrscheinlich eher. Was ist denn hier? Das leuchtet so lustig. Am ehesten macht es wohl hier Sinn zu sammeln. Das wurde nämlich noch nicht abgefarmt. Deswegen machen wir das einfach jetzt. Die Zwerge haben sowieso gerade nichts Besseres zu tun, also von daher. Bam. Waltet eures Amtes und farmt hier ein bisschen Holz. Stimmt. In die Pyramide bin ich auch noch nicht rein. Oh, warte mal. Zwei Wächter fehlen doch noch. Kann es sein, dass in den Pyramiden Wächter drin sind? Das wäre ja awesome. Und evil zugleich. Aber es würde schon allein. Ja, es würde zumindest mal reizen, zu schauen, was da drin ist. So, egal. Erstmal hier weiter im Text. Ich bin ein Berliner. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Blub, 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 blub. Der Hintergrund, soweit ich gelesen habe, ist ja nicht für die Zufriedenheit oder für den Komfort von Bedeutung. Deswegen können wir Erde gut als Hintergrund nutzen. Der Vordergrund, beziehungsweise die Rahmen hier, dann schon doch. Das müssen wir also hinbekommen. Das Achievement, das ich 100% geschafft habe, habe ich aber schon bekommen. War wahrscheinlich aber eher ein Bug oder Glitch, den ich da glücklicherweise genutzt habe. Einfaches Glück war das, mehr nicht. So. Jetzt kommen hier Treppen. Okay, Moment, wie machen wir das jetzt am klügsten? Am gescheitesten. Nicht Leiter. Was? Ich kann Leitern in die Luft bauen? Das war mir bisher gar nicht bewusst. Das ist ja cool. Und creepy. Aber cool. Pyramide blockiert den Zauber. Ich würde es schon reizen zu wissen, was da drin ist. In diesen Pyramiden. So, okay. Ja. Machen wir mal hier weiter. Weiter im Text. Schub, schub, schub. Wobei. So. Füllen wir mal die Ebene auf. Schön erdig, das gefällt, glaube ich, den Zwergen, wenn es erdig ist. Das erinnert sie an zu Hause, an die guten alten Zeiten. Das. Was? Wie? Oh, so. Die stehen auf der Leiter. Das funktioniert. Komisch, aber ist so. Die Zwerge können ja auch auf die Leiter sich stellen. Also von daher alles erklärbar. Gut, ich wollte hier im Hintergrund Stein haben. Warum will ich da Stein haben? Wegen den Steinmauern. Sonst sieht das wahrscheinlich beschissen aus.
Steine setzen, Steine setzen, Steine setzen, Steine setzen, Steine setzen. Ja, ich muss es leider so machen. Baue Steinmauern und Steinmauern. So, Steine setzen. Das wird zwar bestimmt ultra ungewöhnlich aussehen, aber es tut mir nicht alles für den Komfort der Zwerge. Ja, und vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Gewöhnen wir uns dran. Das sieht so komisch aus. Für. Ah, schau doch mal im Hintergrund. Ah, dadurch, dass ich hier vorne Mauern oder sowas gemacht habe, könnte es sein, dass die da geschützt sind. Außer die gehen natürlich da oben hin. Dann sieht's mir. Dann können sie einen Freiflug gewinnen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, oder? Nach oben hin sehen die Steinmauern gut aus. Da verwandeln sie sich nicht in komisches Gewürm. Okay, wie mache ich das jetzt am klügsten? Ja, ich glaube. Wie jetzt, oder doch? Was? Wieso? Hä? Wieso? Symmetrie? What the fuck? Das ist nicht Symmetrie. Ich bin traurig. Ich fühle mich traurig. Aber egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. So, dann schauen wir mal. Wir könnten hier eine Fackel hinmachen. Hier. Hier, hier und hier. Es ist symmetrisch. Das sieht gut aus. Ach, das befriedigt die inneren Bedürfnisse nach Symmetrie. Das geht genau auf. Ah, das ist doch schön. Sieh mal einer an. Oh. Ich kann das durch Klicken variieren. Oh, um Gottes Willen, zum Glück. Geil. Ich hab lieber diese Klumpen. Weiß nicht, die gefallen mir. Mir reichen viereckige Blöcke. Ich brauche keine brückenähnlichen Gebilde. Sonst hätte ich ja Steinbrücken gemacht. Außerdem durch diese Mulden, wie wir hier sehen können, können Schnecken entstehen. Das ist nicht Sinn der Sache. Tja, die Schnecke töten. Kann man die töten? Kann die verschwinden? Kann die irgendjemand mal kümmern? Kann die mal jemand killen? Hallo? Aber bitte nicht Greenpeace sagen. Die mögen sowas nicht. Kann ich mir vorstellen. Dann. Okay. Boah, das wird jetzt was. Erstmal muss ich es auf dem Blatt zählen. Während ihr zuschaut, wie die Fackeln ange. Ja, kommt. Graben. Nein, nicht graben. Entferne Steinmauer. Wir müssen jetzt die blöde Schnecke loswerden. Da. Da. Garstig. Eins. Zwei, drei, vier. Da habe ich mich verklickt. Das ist blöd, wenn man hier auf da die Vorlage klickt und dann das Spiel minimiert. Das mag das Aufnahmeprogramm überhaupt nicht. Ich werde angegriffen.
Ja, was macht ihr? Oh Gott! Gut. Ja, hier gibt's noch einiges zu sammeln. Warum tut ihr das nicht schon früher machen? Na, egal. So, weiter im Text. Ich habe nachgezählt, das sind 15. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Weil mit dem unteren ist es 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boah. Na, GG, da habt ihr was zu tun. So, das müssen wir jetzt alles ausfüllen. Mit feinster Erde. Wir machen einen Kothaufen der Liebe. Das finde ich echt klasse, dass das doch ganze Blöcke werden können. Ja, dann läuft alles wie geplant. Sehr nice. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, ihr habt einiges zu tun. Da gibt's viel zu platzieren, viel zu platzieren. Viel zu platzieren. Danach, wie geht's denn weiter im Text? Wisst ihr was, ich hab's dumm gemacht. Ich hab's echt dumm gemacht. Blub, 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 blub. Jetzt kommen gleich wieder die Schwerden. Oh, wir können da nichts bauen. Mama. Nein. Aber jetzt wiederum. Weil dann kann ich auch gleich hier hochziehen. Das muss ich sogar. Ich muss hier überall hochziehen. Das ist auf der Seite genau dasselbe Schauspiel. Ich muss erstmal dazu machen. Da kann ich hier hochziehen. Blub, 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 blub. Bis auf die Ebene dort oben. Muss alles ausgekleidet werden. Erstmal den Hintergrund schaffen. Ihr merkt schon, das wird nicht klein, was ich vorhabe. Das war mir schon bewusst. Schon von der Breite her war es mir schon bewusst. Leidlich zum Teil. So, jetzt kann ich aber. Wobei, Moment, wie viel da. Wenn ich das hier hin mache, schwupp, 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 kann man noch ein bisschen mehr machen. Oh, ich hoffe, da entstehen nicht zu viele Gewächse. Ja, doch, entstehen zu viele Gewächse. Naja, aber dafür kriegen wir vielleicht ein paar Münzen und so. Aus großen Münzen kann große Macht entstehen. Oder Steine. Seht ihr? Jetzt bräuchte ich wieder solche Gestelle. Mehr von diesen Gestellen. Mal schauen, vielleicht kann ich noch ein paar Mal. Ach, die müssen ja erstmal produziert werden. Egal. Ah, ich könnte einige noch machen. Komm, machen wir noch mal 30. Ich könnte auch direkt. Ja, klar. Natürlich. Ich könnte auch direkt hier die Mauer hochziehen. Das macht absolut Sinn, hier schon dicht zu machen. Baustein, Baustein, das ist fein. Ich muss unbedingt auf der obersten Ebene vermutlich einen Abfluss reinmachen. Sonst fließt das ganze Wasser irgendwie. Daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht bei meinem Plan. Dass ich an sowas denken musste. Das war nicht geplant. Baustein, Baustein, das ist fein. Ja. Ganz gut. Ja. Breakdancing, Zwerg. Du hast doch bestimmt Probleme, wenn du den Auftrag hättest. Gut, jetzt kannst du wieder weiterarbeiten. Ah, da kommt einer von außen rum. Da hat der Wirbelsturm eine Leiter geklaut. Frechheit. Irgendwo ist sie hingeschleudert worden. Schade, aber gut. Können wir nichts machen. Ja.
Hier baue Steinmauer, baue Steinmauer auf der Ebene. Dann baue Steinmauer, baue Steinmauer. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird geil. Da freue ich mich schon. Ach ja, stimmt, da war die Schnecke drin. Bausteinmauer. Freue ich mich schon richtig drauf. Das sieht bestimmt geil aus, wenn das fertig ist. Ich hoffe es. Zumindest in meiner Fantasie sah es geil aus. Oder auf dem Plan. Natürlich wusste ich nicht, wie es in echt dann aussieht, aber ich denke, es wird geil. Okay. Machen wir hier einen Cut. Beim nächsten Mal wird weitergebaut. Dann werden wir vielleicht ein paar Etagen schon fertig bekommen. Wir werden es schon sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.